Es ist nicht leicht mit der Schlagfertigkeit, dann, wenn man sie braucht, zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch, in einer stressigen Situation, dann fehlt sie oft. Aber es gibt Wege, wie Sie Ihre Schlagfertigkeit gerade in Stresssituationen nutzen, aktivieren und trainieren können. Das ist mein Beruf, das Menschen beizubringen. Mein Name ist Martin Wehrle. Der Fokus bezeichnet mich als Deutschlands bekanntesten Karriereberater. Und ich werde Ihnen 5 Tipps geben, wie Sie schlagfertiger in schwierigen Situationen in Vorstellungsgesprächen reagieren können. Gleich geht's los. Ja, ich fange an mit dem allerersten Tipp. Wie werden Sie schlagfertiger? Es gibt nur einen Weg. Sie dürfen es nicht werden wollen. Wenn Sie zu sich sagen im Hinterkopf, sei schlagfertiger, sei schlagfertiger, sei schlagfertiger, dann verwehren Sie sich diese Schlagfertigkeit. Das ist die paradoxe Wirkung des Appells. Wer sich zur Schlagfertigkeit zwingen will, der wird sie nie erlangen. Es ist wichtig, dass Sie spielerisch an die Sache herangehen, dass Sie sich erlauben, kreativ zu sein und dass Sie keinerlei Druck auf sich ausüben. Also machen Sie sich locker. Je lockerer Sie sind, desto schlagfertiger werden Sie werden. Zweiter Punkt, der Ihnen helfen wird: Wenn ich aus meinem Ärmel einen Trumpf zaubern möchte, dann muss ich ihn vorher reinstecken, sonst ist er nicht da. Also überlegen Sie vor einem Vorstellungsgespräch genau, welche kritischen Punkte Ihres Lebenslaufes könnten angesprochen werden und wie wollen Sie darauf reagieren. Mal angenommen, Sie haben sehr lange studiert oder Sie haben im Lebenslauf ein paar Seitwärtsstationen eingelegt in angrenzenden Feldern, die nicht ganz eine rote Linie ergeben, und Sie ahnen schon, da kommt eine Frage auf Sie zu, dann können Sie sich natürlich was in den Ärmel reinstecken. Zum Beispiel, wenn ein solcher Angriff kommt, könnten Sie sagen, ich habe im Leben die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man Umwege fährt, nicht nur die Landschaft besser kennenlernt, sondern auch sich selber. Ich habe gelernt durch dieses lange Studium oder durch diese Station bei diesem Arbeitgeber, ich habe gelernt, was ich wirklich will, nämlich dieses und dieses. Und das ist einer der Gründe, warum ich heute hier bei Ihnen sitze. So haben Sie vorweggenommen, was auf Sie zukommt. Sie haben sich ein plausibles Argument, eine Argumentationsstrategie zurechtgelegt und davon profitieren Sie. Das wirkt dann schlagfertig, obwohl Sie es von langer Hand vorbereitet haben. Ich komme auf den dritten Punkt zu sprechen. Immer wenn Sie in kritischen Situationen sind, sollten Sie nicht unmittelbar auf eine Frage antworten, sondern es ist viel schöner, wenn Sie einen Vergleich haben. Wenn Sie einen Vergleich haben, der überzeugend ist, und Vergleiche kann man in der Schlagfertigkeit leichter akquirieren, wenn Sie sich auf einem Gebiet bewegen, auf dem Sie sich wirklich auskennen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Angenommen, Sie sind Hobbyläufer, Sie laufen vielleicht sogar Marathon, Sie joggen, Sie kennen sich jedenfalls richtig gut mit dem Laufen aus, dann können Sie, wenn eine kritische Frage gestellt wird, immer wieder einen Vergleich zum Laufen schlagen. Also jemand sagt zu Ihnen, na, wie stellen Sie sich denn das vor mit der Einarbeitung bei uns? Das ist ja schon ungeheuer viel, was da auf Sie zukommt. Und dann können Sie sagen, ja, ich kenne diese Situation genau vom Laufen. Bevor ich einen Marathon trainiere, erscheint mir die Strecke ungeheuer weit. Aber ich bin jemand, der dann einfach systematisch mit dem Trainieren beginnt, sich Schritt für Schritt steigert und dann seine Ziele, zum Beispiel meine Marathonzeit, erreicht. Und dasselbe mache ich auch im Beruf. Das ist sehr intelligent, weil Sie hier ein vertrautes Feld, Ihr Hobby, mit dem Beruf kombinieren. Das gibt eine glaubwürdige, eine individuelle und eine ungewöhnliche Antwort, die noch dazu schlagfertig, kreativ und spontan wirkt. Ja, jetzt bin ich beim vierten Punkt, spontan. Manchmal hat man einfach nicht sofort eine Antwort auf der Zunge liegen. Aber was kann man dann tun? Stellen Sie eine Rückfrage, um Zeit zu gewinnen. Stellen Sie eine Rückfrage, wie meinen Sie das genau? Und damit haben Sie schon etwas Zeit gewonnen. Der andere muss seine Frage noch einmal präzisieren. Und Sie haben etwas mehr Zeit, um Ihrer Schlagfertigkeit auf die Sprünge zu helfen. Und in dieser Zeit kommt Ihnen dann oft ein entscheidender Gedanke, der eine kluge Antwort ergibt. Und jetzt an letzter Stelle noch der fünfte Tipp für mehr Schlagfertigkeit. Es ist immer ganz toll, wenn Sie in ein Gespräch reingehen und Sie haben schon ein paar Zitate in der Hinterhand. Zitate von klugen Köpfen, Zitate, die Ihren Standpunkt unterstützen. Also ich komme nochmal zurück auf das Beispiel von vorhin. Sie haben in Ihrem Lebenslauf ein paar Brüche, ein paar Wechsel und Sie ahnen schon, da kommen Fragen. Dann suchen Sie entsprechende Zitate und wenn dann eine kritische Frage kommt, dann zitieren Sie zum Beispiel den von mir sehr verehrten und hinter mir hängenden Bertolt Brecht. Der hat nämlich mal gesagt,
Wer A sagt, muss nicht B sagen, er kann auch einsehen, dass A falsch war. Wenn Sie dieses Zitat bringen, um zu begründen, dass Sie in Ihrem Lebenslauf einen Wechsel vorgenommen haben, dann wirkt das schlagfertig, dann wirkt das intelligent, klug und belesen. Dabei haben Sie sich nur gut vorbereitet. Ich fasse Ihnen diese Punkte nochmal zusammen. Seien Sie zwanglos kreativ, setzen Sie sich nicht unter Druck. Haben Sie immer einen Trumpf im Ärmel, überlegen Sie genau, was Sie antworten wollen. Suchen Sie Vergleiche zu vertrauten Feldern. Nutzen Sie das Spiel auf Zeit, stellen Sie Rückfragen. Und fünfter Punkt, haben Sie immer ein Zitat auf Vorrat. Wenn Sie außerdem im Vorstellungsgespräch immer die richtigen Antworten geben und glänzen wollen, dann empfehle ich Ihnen mein E-Book, das heißt Geheimakte Vorstellungsgespräch. Dort habe ich mal aufgeschrieben, welches die 50 häufigsten Fragen sind, welche Fallen dahinter lauern, mit welchen Sesam öffne dich Antworten meine Klienten über viele Jahre erfolgreich waren. Und ich habe Ihnen auch noch die Geheiminterview-Antworten einer Personalerin reingepackt, die über 20.000 Vorstellungsgespräche geführt hat. Wenn Sie mögen, schauen Sie gerne mal in dieses E-Book rein. Ich freue mich auch, Sie hier auf dem Kanal wieder zu sehen. Bitte abonnieren Sie, denn wir wollen weiterhin kostenlose Videos auf hohem Niveau für Sie produzieren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Vorstellungsgespräch und natürlich die ausreichende und nötige Schlagfertigkeit. Ihr Martin Wehrle.